Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zum letzten Video vor dem 24-Stunden-Livestream. Okay, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, ein bisschen durcheinander, denn heute Abend geht es los. Ich habe mich jetzt endlich auf eine Uhrzeit festgelegt. Es stand da die ganze Zeit zwischen 16 und 18 Uhr. Es wird aber jetzt doch bei 18 Uhr sein. Und ja, ich habe einige Sachen zum Ankündigen. Okay, also Livestream, merkt euch, heute ist der 31.05. Der Livestream fängt heute um 18 Uhr abends an, am 31.05. und geht, wenn zwischendurch keine Pausen sind oder so, also Pausen soll es sowieso nicht geben, aber falls mein PC abschmiert oder ich muss hochladen, wird er auch wieder bis 18 Uhr zum 1.6. gehen, also 24 Stunden durch. Wenn zwischendurch mal der PC irgendwie abkackt oder wenn zwischendurch mal die Internetleitung weg ist und es ist mal 5 Minuten irgendwie so ein Ausfall oder so, werde ich komplett die ganze Zeit, die fehlt, verdoppeln. Das heißt, wenn ich 3 Minuten weg bin, gibt es 6 Minuten hinten dran. Und wenn ich 5 Minuten mal weg bin, gibt es 10 Minuten drin und so weiter. Das heißt, wenn sich in 24 Stunden mal eine Stunde lang insgesamt irgendwie anhaufen sollte, dass zwischendurch mal der Stream abkackt, werde ich 2 Stunden hinten dran hängen. Damit auch niemand sagen kann, ey, da war es aber 5 Minuten, weil ich da, das sind gar keine 24 Stunden. Nee, so nicht. So, das heißt, er wird bis Samstagabend voraussichtlich gehen. Wenn er jetzt nicht Punkt 18 Uhr anfängt, bitte reißt mir den Kopf ab. Ich habe einiges zu vorbereiten. Ich muss jetzt nochmal los, Sachen einkaufen zum Postfach, dies und jenes und dies und jenes. Aber kein Ding. Das hier ist das erste von unserer Liste. Bom, bom, bom. Oh. So. Ein riesen Paket. Und viele sehen es schon. Also ich habe übrigens auch meinen Schreibtisch umgeräumt. Also hier, ich habe hier jetzt so 3 Bildschirme stehen und alles. Viele, die jetzt sehr aufmerksam sind, sehen, dass die Wand etwas weiter weg ist als sonst. Denn normalerweise bin ich etwas näher an der Wand. Ich habe den Schreibtisch weiter nach hinten getan. Habe da jetzt einen Tisch reingetan. Vielleicht zeige ich im 24-Stunden-Livestream mal so eine kleine Room-Tour. Mal gucken. So, das hier, also der 24-Stunden-Livestream ist jetzt das ist der Abschluss des 100k-Specials. Also ich habe jetzt so einige kleine Specials gemacht. Also diese Best-Offs und solche Sachen. Aber der Abschluss des 100k-Specials ist jetzt der 24-Stunden-Livestream mit einer fetten Verlosung. Nämlich Rocket hat mir einige schöne Dinge bereitgestellt für den Livestream und für jetzt, die ich jetzt mal ein paar Sachen sagen würde. Was ist das denn? Oh, geile Mauspads. Das Rocket High. Wir können alle auf der Rocket-Seite nachgucken, was das genau ist. Also das Mauspads gibt es hier als Rocket Hero oder Hyro. Dann gibt es hier die Rocket SQFX, die ich schon mal einmal verlost habe und die auch gerade Justin von Supreme Games gerade verlost. Da könnt ihr auch, falls ihr hier doppeltes Glück haben wollt, könnt ihr auch auf seinem Kanal mal gucken, da gibt es gerade eine Verlosung davon. Der verlost diese Tastatur auch gerade. Die gibt es hier aufs Verlosen nochmal. So. Dann nochmal die Tastatur. Also zweimal sogar. Das ist eine Tastatur, die kostet 100 Euro, Leute. 100 Euro. Dann einmal die Rocket Zavu. Eine schöne Gamer-Maus. Alle Informationen werdet ihr auf der Rocket Seite finden. Dann die Rocket Cone Pure in Orange. Das ist so eine schöne Maus, so ähnlich wie meine, nur halt in Farbe. Schön. Dann noch einmal eine Rocket Zavu. Ja. Gut. Das ist schon ein ganz schöner Berg. Und dann gibt es hier noch, ach, das ist für mich und Katie. Das kriegt ihr leider nicht. Dann gibt es nämlich noch Rocket-Mützen und Rocket-T-Shirts. Die gibt es jetzt für die zweite Info in diesem Video. Nämlich, die Gamescom geht ja mehrere Tage, wie viele wissen. Und am Freitag von der Gamescom bin ich beim Rocket-Stand. Den ganzen Tag wahrscheinlich. Macht dann ein riesen Zuschauertreffen. Also alle Leute von euch, die schon Freitag zur Gamescom kommen, werden mich am Rocket-Stand treffen. Ich werde da gibt es auch so eine Bühne aufgebaut, da werde ich ab und zu auch mal ein paar Sachen runterwerfen, ein bisschen Show machen, vielleicht streame ich da irgendwas live, vielleicht gibt es da mehrere, man weiß noch nicht, was genau geplant ist, ist alles noch in den Sternen. Da könnt ihr auch ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es da auch, werden da ein paar Xboxen aufgestellt oder so und dann spielen wir Minecraft auf der Xbox gemeinsam mit ein paar Leuten, die ich aus dem Publikum aussuche oder so. Also das wird ganz cool. Also Freitag auf der Gamescom ab 16 Uhr am Rocket-Stand, großes Zuschauertreffen, alle, die Bock haben und am Freitag da wären. Denn Samstag bin ich da wahrscheinlich bei der Lanxess Arena bei diesem YouTuber-Tag. Deswegen haben wir es auf Freitag gelegt. Ja, gut. Also es gibt einige schöne Sachen zu gewinnen. Es gibt einen richtig geilen Livestream. Und diese Sachen hier,
gibt es alle im Livestream zu gewinnen. Das heißt, ich werde zwischendurch mal, vielleicht mitten in der Nacht um 4 Uhr oder so, vielleicht auch mal, wenn richtig viele Leute da sind, werde ich eine Verlosung starten und werde mir einfach einen zufälligen Kommentarschreiber auspicken. Oder vielleicht jemand, der extrem, ja, extrem zur passenden Zeit einen richtig guten Kommentar abgibt oder so, wird dann einfach im Livestream ein schönes Teil gewinnen. Ja, aber nicht nur im Livestream, denn eine Sache könnt ihr auch jetzt gewinnen, falls jemand im Livestream keine Zeit hat, werdet ihr unter diesem Video hier die Chance haben, einmal diese Tastatur hier nochmal zu gewinnen, unter diesem Video hier, die Rocket is QFX und dazu die Rocket Kyone Pure Plus. Moment, alles schmeiß ich hin, plus fettes Gamer Mauspad. Also, Gamer Tastatur, Gamer Maus und Gamer Mauspad könnt ihr hier unter diesem Video gewinnen. So, dieses, also, und den Rest, den ich euch gezeigt habe, den kriegt ihr im Livestream. So, wie könnt ihr das gewinnen? Einfach einen Kommentar unter dieses Video schreiben und ihr seid bei der Verlosung dabei. Aber, Leute, nicht spammen. Ich habe aus dem letzten Mal gelernt, ich möchte nur einen Kommentar. Ich möchte nur einen Kommentar unter meinen Videos haben von jedem, sonst ist es echt unfair für die Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag Kommentare schreiben, wie bekloppt. Ihr könnt, ich sag mal, pro Tag könnt ihr einen Kommentar schreiben, aber nicht mehr. Nicht an einem Tag 100. Jeden Tag einen Kommentar. Also überlegt euch gut, was ihr in diesen Kommentar reinschreibt, denn, ja, ich werde das mal so durchblättern. Ich werde es natürlich mit Rocket, mit random.org machen und Zufall machen, aber wenn da jemand, im Endeffekt ist es eigentlich egal. Aber trotzdem, schreibt schöne Kommentare, es ist einfach cooler. Ich werde es komplett mit Zufallsgenerator machen, deswegen ist es eigentlich egal, ob ihr jetzt ein schönes oder ein blödes Kommentar schreibt, aber trotzdem, ja. Das ganze Gaming-Set und die restlichen Sachen im Livestream und ja, wenn ihr es geil findet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video fett mit einem Daumen nach oben smasht. Das alles zum Abschluss der 100k-Special-Woche, dann der Livestream heute Abend, 18 Uhr geht's los und dann würde ich sagen, ja Leute, das war's Infovideo, ja. Bis wann geht das? Bis wann geht die Verlosung hiervon? Also die Verlosung vom Livestream ist ja direkt währenddessen ich das mache. Aber die Verlosung hier geht bis, ich würde mal sagen, bis zum. Wir haben jetzt den 31. morgens der erste. Justin macht seine Verlosung bis zum 10.06. Ich glaube, ich mache die Verlosung auch bis zum 10.06. Also habt ihr jetzt 10 Tage Zeit, unter dieses Video jeden Tag einen Kommentar zu schreiben. Und ja, und im Livestream könnt ihr es sofort gewinnen. Ja, und falls ihr, wie gesagt, doppeltes Glück haben wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich nochmal das Video von Justin verlinkt. Da verlost ihr auch die Tastatur. Gut, das wär's. Viel erzählt, viel gemacht, Schreibtisch aufgebaut, alles. Heute Abend geht's los. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. 24 Stunden Minecraft und vielleicht auch andere Dinge. Mal gucken, wozu ihr Bock habt, wozu ich Bock habe. Genug gelabert, aber ich will immer noch weiterreden. Was gibt's denn noch? Eine Schere! Okay, ciao!